Herzlich willkommen in der einzigen Region der Welt, wo Mönche, Bauern und Handwerker das spezielle Wissen haben, Weideblumen in Käseblumen zu verwandeln. Kaum zu glauben, aber ich bin schon über 800 Jahre alt. Meine Geschichte beginnt in der Abtei Bellay, die 1136 von den Prämonstratenser Chorherren gegründet wurde. Dort werde ich auch erstmals schriftlich erwähnt. Die Chorherren holzten die Region ab, um sie für die Land- und Milchwirtschaft zu nutzen. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Chorherren von den französischen Revolutionstruppen aus Bellay verjagt. Aber auf den Bauernhöfen der Abtei wurde ich weiterhin hergestellt. Die 1981 von Nicolas Crevoisier erfundene Girolle verlieh meiner Geschichte neue Dimensionen. Dieses geniale Instrument vereinfacht meine Zubereitung erheblich, wurde ich doch zuvor mit einem Messer geschabt. Auch heute noch wird die Girolle nach der ursprünglichen Idee ihres Erfinders von der Firma Metaphil La Girolle S.A. in La Joux in der Schweiz hergestellt. 2001 erhielt ich die geschützte Ursprungsbezeichnung AOP. Sie garantiert den Konsumenten, dass alle an meiner Herstellung beteiligten Betriebe, also Milchproduzenten, Käser und Affineure, sehr strenge Anforderungen erfüllen. Dadurch werden die traditionelle Herstellung und ein sehr hohes Qualitätsniveau sichergestellt. Meine Heimat befindet sich in einem Mittelgebirge, das hauptsächlich auf 700 bis 1300 Metern Höhe gelegen ist. Diese Region konnte ihren ursprünglichen Charakter bis heute bewahren. Auf den mageren, kalkhaltigen Böden wachsen würzige Gräser. Ihnen verdanke ich mein unverwechselbares Aroma. Die botanische Vielfalt hat auch positiven Einfluss auf meine Fettzusammensetzung, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Vom Frühling bis in den Herbst grasen die Kühe auf den saftigen Weiden. Im Winter ernähren sie sich vom duftenden Heu dieser Wiesen. Die Milchproduzenten holen das Beste aus den Bergweiden heraus. Meine Herstellung erfüllt höchste Anforderungen betreffend Tierwohl, Umweltschutz und fairen Handel. Dazu haben sich die über 200 in meiner Region tätigen Familienbetriebe verpflichtet. Mein Pflichtenheft schreibt vor, dass die Kühe die schöne Jahreszeit auf der Weide verbringen. Silofutter und chemische Zusätze sind verboten. All dies stellt die Gesundheit der Kühe sicher. Nur erstklassige, streng kontrollierte Milch darf für meine Herstellung verwendet werden. So ist eine der weltweit höchsten Vergütungen für Milch garantiert. So erhalte ich meinen einzigartigen Charakter und werde ein gesundes und authentisches Produkt. Die zu meiner Herstellung nötigen Werkzeuge haben sich weiterentwickelt. Heute erscheinen die Herausforderungen paradox. Einerseits werden die Lebensmittelvorschriften immer strenger, andererseits gilt es, ein altüberliefertes Handwerk zu erhalten. Heute wie damals sind die Hauptetappen meiner Herstellung dieselben: die Milchanlieferung, die Einlabung, die Erhitzung, das Pressen, das Salzbad, die Reifung. Wie damals werde ich nur aus Milch, Salz, Lab und natürlichen Milchsäurebakterien hergestellt. Täglich wird die Bergmilch in die Käserei gebracht und dort innerhalb von 24 Stunden verarbeitet. So kann man mich auch heute noch aus Rohmilch herstellen. Die einzige zulässige Milchbehandlung ist eine leichte Entrahmung, bevor das weiße Gold für die Käseherstellung in den Kupferkessel kommt. Vor der Verarbeitung zum Käse wird mein Rohmaterial strengsten Qualitätskontrollen unterzogen. Danach wird die Milch auf eine Temperatur von 30 bis 32 Grad Celsius erwärmt. Sobald diese Temperatur erreicht ist, kommen die natürlichen Milchsäurebakterien hinzu, damit ich reifen kann. Dann wird Lab beigefügt. Dieses hundertprozentig natürliche Enzym lässt die Milch innerhalb von 30 Minuten gerinnen. Die letzten Momente der Gerinnung sind dabei entscheidend. Hier ist die große Erfahrung meines Käsermeisters gefragt, um den exakten Moment zu bestimmen, an dem die Masse geschnitten wird. Sobald es grünes Licht gibt, kann der harmonische Tanz der Käseharfe unter den wachsamen Augen des Käsermeisters beginnen. Nach rund 10 Minuten haben meine Käsekörner die gewünschte Größe erreicht. Bei diesem Vorgang werde ich vom Milchserum getrennt, das man auch Molke nennt. Nach der Bruchbereitung werde ich weiter gerührt und langsam auf eine Temperatur von bis zu 53 Grad Celsius erhitzt.
Dieses von den Chorherren überlieferte Verfahren ermöglicht meine Aufbewahrung ohne chemische Zusätze. Danach werde ich mit einem Tuch oder einer Pumpe herausgezogen und in zylindrische Formen gepresst. Um die Produktrückverfolgbarkeit zu garantieren, markiert mich der Käsermeister mit meinem Geburtsdatum und der Nummer des verarbeitenden Betriebs. Einen Tag lang werde ich gepresst und gewendet. Mein Restmilchzucker wird dadurch vollständig in Milchsäure umgewandelt. Ich bin also von Natur aus laktosefrei. Am nächsten Morgen werde ich aus den Formen genommen, die mir dieses typische Aussehen eines kleinen Fässchens geben. Aber ich bin noch etwas schwach und wackelig. Deshalb komme ich jetzt ins Salzbad. Dort verweile ich höchstens 24 Stunden. Dabei verliere ich noch etwas Wasser und nehme das Salz auf, das ich für meine Festigkeit, Haltbarkeit und Aromabildung benötige. Mein Abenteuer geht nun im Käsekeller weiter. Dort beginnt die letzte und längste Etappe meiner Herstellung, die Reifung. Ich ruhe auf Fichtenbrettern bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90% und einer Temperatur von ca. 13 Grad Celsius. Damit sind die idealen Bedingungen für die Entfaltung meiner Aromen gegeben. Regelmäßig werde ich mit Wasser und Salz gebürstet. Mit jedem Lagertag entwickeln sich mein Aussehen und mein Geschmack. Heutzutage übernehmen manchmal automatisierte Anlagen diese aufwendige Arbeit. So kann sich der Käsermeister noch intensiver anderen Arbeiten widmen. Aber für meine Reifekontrolle ist seine Anwesenheit unerlässlich. Nach 2 Monaten Reife prüft eine unabhängige Kommission, ob meine Qualität die Anforderungen des Pflichtenhefts erfüllt. Zuerst wird mein Aussehen begutachtet. Dann entnehmen mir die Experten eine Probe, um das Vorhandensein von Löchern, die Elastizität meines Käseteigs und meinen Geschmack zu beurteilen. Danach führen sie einen Test durch, um zu ermitteln, ob ich gut geschabt werden kann. Schließlich geben mir die Experten eine Note und ich erfahre, ob ich unter der Bezeichnung Tête de Moine AOP verkauft werden darf. Ich verbringe insgesamt mindestens 2,5 Monate im Reifekeller. Nach 4 Monaten darf ich den Namen Tête de Moine AOP Reserve tragen. Endlich bin ich für den Verkauf bereit. Mein Pflichtenheft verlangt, dass ich mich als ganzer Leib, halber Leib oder frische geschabte Rosetten präsentiere. Ich bin so beliebt, dass man mich nahezu überall auf der Welt findet. Ich werde direkt aus der Schweiz in über 40 Länder exportiert und liege in allen möglichen Verkaufsstellen aus, vom Einzelhändler bis zum Einkaufszentrum. Sobald ich bei Ihnen angekommen bin, dürfen Sie mich genießen. Nehmen Sie mich frisch aus dem Kühlschrank, um mich zu schaben. Denn dann ist meine Konsistenz ideal. Hier noch ein kleines Geheimnis. Die schönsten Rosetten drehen Sie, wenn Sie nicht zu starken, regelmäßigen Druck auf das Schabmesser ausüben. Das Schaben verändert die Struktur des Käseteigs und vergrößert seine mit der Luft in Berührung kommende Oberfläche. Dies ermöglicht die volle Entfaltung meiner Aromen, meine über 800-jährige Tradition täglich zu pflegen. Dazu haben sich in meiner Heimat alle verpflichtet, die an meiner Herstellung beteiligt sind. Die Landwirte, Käser und Affineure setzen alles daran, dass ich auch in Zukunft meinen weltweit einzigartigen Charakter bewahren kann.